So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part. Liquid Crystal mit Daniel-san. Bam! Ja. Scheiße, mein Hals. Mein Hals. Na egal, ja. weiter geht's. Was meinst du denn? Was erwartet uns jetzt? Irgendein legendäres Pokémon, was dieser kleine, hässliche Knabe da. Okay. Kyo. Das kenne ich doch irgendwo her. Oh, ist das nicht der, ja, das ist der. Ja, das ist der. Doppelkampf war noch, ey. Boah. Das ist dieser eine aus dem Fleckmon-Brunnen. Ja, genau der. Nee, nicht aus dem Fleckmon-Brunnen. Wer hat immer gehixt? Oder war das der von Azuria City? Das war der von... Azuria? Von Azuria, genau. Ja, das ist der immer gehixt hat, Leute. Geil. Genau. Dass man den hier wieder einbaut, ne? Team Rockets Vorstand hochgepusht worden. Das freut mich echt. Dass man so altbekannte Gesichter hier sieht, ne? Ich denke, warte mal, das kennst du. Daniel, das war ein Crit! Ich sehe es. Oh mein Gott! Ja gut, du musst auch bedenken, das ist ein Slimehawk. Und das ist ein Iron Mike. Ja, und Iron Mike ist... Ey, Alter! Stockpoint. Boah, stört du Hund. Hund. Du Hund. Du Hund. Ja, muss ich mal hier alles mal wieder selbst erledigen. Unglaublich, diese Jugend von heutzutage. Ja, hier Iron Mike mit seinen komischen Knochenarmen. Ja, ehrlich, richtiger Hakan. Hakan, der hat den Namen Iron Mike gar nicht verdient. Hat er auch nicht. Iron Mike war ein krasser Boxer. Eben, der hatte auch doppelt so dicke Arme. Und der hat hier anderen Leuten die Ohren abgekaut. Beißt du dem einfach die Ohren ab? Das Ohr. Die Ohren wären ein bisschen krass. Hat er keine Ohren mehr. So Piccolo-Style in diesem hier Dragon Ball Film. Gegen Lord Slug. Da hat sich doch auch die Ohren ausgerissen. Oh Mann. Radikal! Aggron! Ja gut, Aggron. Ja, das Sido sollten wir ja schnell wegkommen. Aro TV, Sido, du musst auf dein Herz hören. Jimmy Blue. Oh mein Gott, mit seiner Jägermeisterflasche. Ja, wo aber nur Wasser drin war. Ja. Wasser. Von Vitell. Oh, auch doch gesundheitsbewusster Junge. Ja. Nicht schlecht. Wenn man das Geld hat, ne? Oh, not again. Not again. Okay. I quit. Was ist das denn? Unlocker. Mhm. Was ist das? A pass for ferries between 1, 2 and 3 islands. Says a drawing. Hä? Das auch noch? Ah, super. Jetzt kannst du auch noch hier Island 1, 2 und 3 besuchen. Mach ich. Daniel? Oh Gott. Was für eine Herausforderung. Weißt du, ich überspringe jetzt die restlichen Trainer hier, ne? Weil, weiß ich nicht. Die sind einfach keine Challenge, weißt du? Nee, eben. Kannst du doch auch Speed spielen, ist mir eigentlich relativ egal. Ja, ich mache jetzt gleich ein Escape Rope und dann bin ich raus. Weil, sowieso, ich denke mal, dass jetzt auch nichts mehr kommt. Also hier, ja, also in der Seeschauinsel nicht. Ich muss, glaube ich, jetzt zur Echse und das war's. Und dann gibt er mir noch einen Auftrag. In seiner Geheimbasis. Ja, wo hinter dem Bild einfach mal ein kompletter Fahrstuhl ist. Ein kompletter Fahrstuhl, weißt du, vor Undercover und so. Richtig so, Batman-Style. Batman. I'm Batman. I bet you will. Das war auch geil, Alter. Das war auch richtig geil. Ich weiß, das Höchste, was ich mal da gesehen habe, war, da hat sich jemand für 600 Euro Dollar ein Tattoo machen lassen. Von I bet you will. Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Das war das Teuerste, was der dann bekommen hat. Also was, ja. Ich hab's gerne geguckt, ja. War geil. Das war richtig lustig. Ich sag, diese ganzen früheren MTV-Sendungen, die waren geil. Schon richtig... Date my mom. I choose your daughter! Du hast keinen Fehler gemacht, hier! Und da kommt da so ein Walross raus, boff, bom, bom. Ja! Oh man. I will catch you up when you find out what's going on here. Hä? Ja, das heißt, du musst jetzt mal alle hier besiegen. Ernsthaft? Oder? Keine Ahnung. Oder muss ich wieder zurück? Glaube ich nicht. Da, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Ich auch nicht, aber versuch doch mal,
Ja, ich weiß, scheiße. Nee, das ist so. Oder ist hier noch was versteckt? Keine Ahnung. Was meinst du? Ich weiß es nicht, das kann ich jetzt echt nicht sagen. Oh, Kronos. Oh, perfekter Konter. Counter. Müssen wir wechseln. Wir können doch nichts anderes machen gegen Crawdown. Kributak. Locker. Nee, ich meine jetzt mit Casper. Ich weiß, aber trotzdem locker. Hast du mir voll auf den Piss geht in diese hässlichen Tränke? Ohne die Tränke hätte ich locker 2-3 Pass gespart, glaub mir mal. Oder nicht? Ja, kann sein. Level 70. Level 70. Das war genial. Ori, du bist echt der King. Danke. Ich bin der King mit dem Latschding. Hahaha. Verstehst du? Wohl eher nicht. Verstehst du, Daniel? Ich bin der King mit dem Latschding. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Weißt du, worauf ich damit anspielen will? Auf deinen dicken Mittelfinger. Genau. Ist ja gut. Oh mein Gott. Daniel, du bist cool. Ich mag dich echt. Das war nett von dir, dass du sowas auch noch in der Öffentlichkeit sagst. Nee, ich gebe offen zu. Daniel ist einer meiner besten Internet-Homies. Juhu. Du Wichser, Alter. Juhu. Nein, das war jetzt nicht böse gemeint. Oh, juhu. Ja, ein bisschen mehr Elan darf schon sein. Ja, ich will jetzt nicht hier zu viel rumschreien. Juhu! Juppie! Yippie-da-yeah! Auch ein Doppelkampf. Yippie-da-yeah, ich schweine. Ach du. Oh, Yippie-da-yeah, ich schweine. Kampf, ey. Du kleiner hier Bruce Willis, du. Stirb langsam, 5.0. Bruce Willis. Will Smith auch. Ne, warte, wie hieß das nochmal? Wie hieß der Spruch? Den hab ich dir mal geschickt, ne? Nee. Warte, wie hieß Bruce Willis? Sie Willis. Bruce Willis. Will Smith auch? Ja, genau so ging der. Der ist geil, der Spruch. Das ist geil. Sie Willis. Bruce Willis. Will Smith auch? Will Smith auch. Oh Mann. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das ging doch anders. Ich weiß nicht mehr so genau. So. Aber jetzt macht kein Surfer gegen dieses ganze, dieses, ja, ist mir ja schon klar. Weil wegen H2O absorb. H2O, weißt du? Harz. So richtige Chemie. Harz. Harz. Ich hatte noch ein Herz. Ein Herz. Ein Herz. Boah, diese, oh, die Tränke. Ja, das, ich weiß ganz ehrlich, das bringt auch irgendwie gar keinen Pep rein, das nervt einfach nur nach der Zeit. Naja. Ich kann es ja verstehen, dass irgendwelche besonderen Trainer machen, aber wenn das eher x-beliebige Trainer machen kann, ist schon richtig nervig. Und ich werde das auch Link in Zelda mitteilen, dass mir das ziemlich auf den Sack geht. Ja, ihr müsst wissen, Leute, Regi hat die Fat Connections. Du lachst das aber echt so. Nein, ich sag nicht. Ich habe auch Connections zum Flora Sky Macher. Ja? Zu dem Vietnamesen. Der ist kein Vietnamese! Glaube ich. Nee, da musst du auf jeden Fall nichts holen. Hm. Oder das sagt daran, dass ich einen Fluchtzeug eingesetzt habe. Ich überlege gerade, was du noch machen konntest, aber die Dame schon. Das ist ein Item. Ja, sehe ich auch gerade. Deswegen hol es dir. Ja, es geht aber echt auf die Nerven. Das ist ein Executive, oh. Ja, ne? Ja. Executive. Ja, mein Executive. Warum was mit der Englisch los? Oh. Du bist noch voll Englisch, Flop. Halt die Schnauze, ich hab Englisch LK, ich bin voll cool. Sir! Schrei mich nicht so an. Gefühlvoller Bastard. Du gefühlsloses Monster. Du gefühlvoller Bastard. Ja, wenigstens hab ich wenigstens. Ich hab. Vergiss es! Abda. Wie hieß der nochmal? Newtons Besitzer, wie ist der? Ja, ich muss mir gerade überlegen. Warte, ich google mal. Das interessiert mich jetzt.
Newton, er ist der größte Newton. Okay. Pearl. Wie hieß die Sendung nochmal? Newton. Ja gut, aber wenn ich jetzt Newton eingebe, kommt... Isaac Newton. Ja, eben Isaac Newton. Geil, Alter. Ey, ich hab irgendwie das Gefühl, ich mach hier die ganze Zeit irgendwas falsch. Ah. Das sieht mir gerade... Ja, nett. Ihr seid alle nett wie Flanders. Das könnte der richtige Weg sein. Weil ich hier noch nicht war. Ärger mit Newton ist eine deutsch-kanadische Zeichentrickserie. Deutsch-Kanada. Deutsch-Kanada? Mhm. Oh, okay. 4 Pokémon! Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel wieder, Frechheit ist. Nein. Wenn ihr jetzt wieder im roten Bereich bist, setzt ihr wieder einen Hypertank ein. Nee. Diesmal drehe ich den Spieß um, wie ein Kebab-Schneider. Wie ein richtiger Türke halt. Willst du damit sagen, jeder Pole ist ein Dieb? Ja. Kajana, nicht bester, Alter. Kennt ihr das, Pole ist der Anzeige, Kajana? Mhm. Das ist so geil, Alter. Das ist cool, das ist Klassiker. Das muss man feiern. Wer das nicht feiert, hat keinen Humor. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, kannst auch Wolf B7 reinschicken. Gegen eine Omat. Halt die Schnauze. Argo TV! Jetzt wird Daniels Brille gebamst! Bam! Jetzt wird Daniels Brille gebamst! Bam! Nee, Daniel, was hast du eigentlich für eine Brille? Erzähl mal was über deine Brille, genau. Da gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Erzähl mal! Sondern, nö, wie gesagt, da gibt's nicht viel zu erzählen. Brille, viel mal. Ach, viel mal hast du deine Brille gut? Mhm. Wow, du bist ja ein richtiger cooler Typ. Ja. Ich würde auch mal gerne so einen Vielmann-Spot mitmachen. Und was sagt sie dazu, Herr Insomnia Knight? Hm, ich kaufe meine Brille immer bei Brille. Vielmann. Ich kaufe meine Brille immer bei Vielmann. Brille, Vielmann. Das sind einfach so 2 Sekunden Auftritt. Oh hey, ich war im Fernsehen. Da musst du noch so Werbung machen, weißt du? Abonniert Insomnia Knight. Jetzt ist ein Schild hoch. So, und so ein Shirt. Ja. Oh mein Gott, Alter. Und noch so ein Dings, Button. Just, weißt du, hier so, just subscribe, Insomnia Knight. Und dann steht erstmal deine YouTube-URL. Insomnia Knight. URL. Dann ist Han. Dann ist Han. Was war Marschockstorm? Hä? Ja, ich hab grad Traumfresser bei Marschock eingesetzt. Was war sein Traum? Der hat keine Träume. Okay. Mann, Daniel, es gibt ja gar kein Ende hier. Ey, jetzt pass auf. Du kommst dem Ziel immer ein Stückchen näher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gar nichts tut. Halt's Maul. Du musst an das Gute glauben. Swagger. Ich habe schon lange den Glauben an das Gute im Menschen verloren. Sag ich dir ganz ehrlich. Warum? Weil ich den ganz schon lange verloren habe. Was ich heutzutage was so alles... Einen Grund haben. Ja, was ich heutzutage alles sehe... Ja, keine Ahnung, das bestätigt nur meine Meinung. Dass der Mensch ein Triebwesen ist. Ja, jetzt können nicht alle solche hemmungslosen Draufgänger sein. Halt's Maul! Das meine ich schon gar nicht! Hemmungslose Draufgänger. Ich mach dir gleich einen Hämatom. Oh! Guck mal, ja, hab ich auch gesehen. Ich hau dir gleich einen Hämatom gegen den Kopf, Alter. Hämatom. Radikal. Ey Mann! Way too much radikal! Way too much radikal! 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 Ich zeig mir mein radikal in Soulsilver. Das zufälligerweise Circa heißt, ich frag mich warum. Ja, warum genau. Wohl? Ich hätte auch Diesel nennen können. Aber nee, so habe ich ja schon meinen Bidiza und mein Bedifas in meinem Platin Nuzlocke. Nuzlocke! Nuzlocke! Der Nasenlock. Der Nasenlock. Ja, auf jeden Fall mein Nasenlock-Challenge hier benannt. Einfach mal nach Diesel. Vin Diesel. Nein, Knocking Das Diesel.
No King Task. Also kein König. Haha, kein König Stoßzahn. Stoßzahn. König Stoßzahn. King Task. König Stoßzahn. Naja, was ist das denn? Genau, dafür brauchst du einen Unlocker. So. Sag jetzt, es geht noch weit. Rami! It works! Ah, du bist wieder. Rami. Okay. Articuno, los! Was? Das ist unmöglich! Articuno ist abgehauen. Okay. Okay, Rami, das ist ein Ende. Aber warum? Warte mal. Ist das da? Ist das da? Ja, das war Zane. Der ist, glaube ich, jetzt auch bei Team Rocket. Das war in der Beta 2.1. Was ist das für ein Verräter? Oh mein Gott. Aber Daniel, weißt du, was das heißt? Wir haben die Scheiße nicht abgeschlossen! Ja, jetzt kannst du einen Flugzeug einsetzen. Alter. Jetzt kannst du den nächsten Auftrag holen. Was? Der wird mindestens genauso lang. Wenn nicht sogar doppelt so lang. Oh mein Gott. Los, hol dir den nächsten Auftrag. Daniel, wisst ihr Leute, Daniel ist vom Beruf her aus Aufgangs... ja. Aber auch so zu schmatzen wie Hopsi. Oh Mann, Alter. Ey, hier ist ein Ende abgefuckt. Boah, auf der Gamescom, weißt du doch? geil. Was ich wollte eigentlich Dings holen. Escape Room. Scheiß drauf. Scheiß drauf. 1337. Übelstes Killerpasswort. Willst du eigentlich irgendwas zu holen? Items oder so? Sieht nicht so aus. Boah. Boah, guck mal hier, der Excel. Da. Der Excel direkt am Computer. Ich ja Freak. Okay. Mount Moon, okay. So. Mondberg. Ach ja, genau, am Mondberg gab es nämlich auch noch so eine Stelle. Ja, ja. Mhm. Aber wisst ihr los, Leute, das sehen wir erst im nächsten Part, wenn es wieder heißt Liquid Crystal. Crystal. Liquid Crystal. Ja, Leute, haut rein, bleibt cool, euer Monsieur Lübeck. Ciao. Ciao.